Nach einer langen Vollmond-Geburtstagsnacht war dann für die letzte Nacht Umzug in das Hotel Indigo angesagt. Diese Stadt ist voll mit E-Bikes, Motorrollern, elektrischen. Und durch die eingerichtete Busspur kommt es hier zu keiner Verspätung. Es fluppt wie am Schnürchen. Die Frage ist nur, warum geht das bei uns nicht? Und nach dem Einzug dann erstmal um die Ecke am Santo Domingo Platz, etwas in den Magen und die Sonne schien auch. Herrlich. Oh, das ist auch schön. Mhm. Próxima parada, Plaza de España. Coincidente con Linie 3, 46, C2, ist auch schön zu sitzen. Das sind die Gärten dann hier, ja, die Palastgärten. Ja, heute ist noch nicht 18 Uhr schon. Das war unser gestriges Laufen. Wow. Próxima parada, Las Vistillas. Coincidente con Línea 3. Coincidente con Línea 3. Ostersonntag. Ein weiterer Versuch. So, zweiter Anlauf. San Francisco El Grande will uns nicht haben. Es ist Ostersonntag und es ist geschlossen. Unglaublich. So, das wäre sie gewesen. Das wäre ihr Preis gewesen. Aber es sollte nicht sein. Dann hat es uns gereicht. Wir sind dann wieder zu unserem Stammlokal an der Ecke mit der wunderbaren Terrasse und Aussicht gegangen, Jacken aus, Sonne genießen und ebenfalls ein kühles Getränk. Wir haben auf dem Hinweg gesehen, dass die Almudena-Kathedrale geöffnet war und die werden wir dann gleich genießen. Die Kathedrale hat eine merkwürdige Geschichte und der Bau dauerte über Jahrhunderte. Schon im 15. Jahrhundert gab es erste Pläne, eine Kirche für Maria als Stadtpatronin zu errichten. Weitere Pläne gab es dann 1879 und die Grundsteinlegung war 1883. Durch den Spanischen Bürgerkrieg gab es dann wieder eine Unterbrechung. Wahnsinn. Und erst 1950 wurde der Bau wieder aufgenommen. Begonnen hat man neugotisch, sich aber dann für neoklassizistisch entschieden, weil dies
stilistisch besser zu dem gegenüberliegenden Schloss passte. Die Kirche ist innen modern und der Innenraum ist neugotisch. Ganz besonders hervorzuheben sind die Fenster, die zum Beispiel im sogenannten Pop Art Dekor vom Ikonenmaler K. Aguilera ausgeführt wurden. Die erste königliche Hochzeit fand 2004 statt, als Kronprinz Felipe geheiratet hat. Die Kathedrale hat 21 Glocken. Anzumerken ist vielleicht noch, dass die ungewöhnlich große Krypta, die wir schon besichtigt haben, im Jahr 1911 schon eingeweiht wurde. Von der St. Maria Almueda Kirche, die... Genau. Von der königlichen Kathedrale. Schwupps, sind wir weg. Nix. Wie heißt diese Plaza? San Bernard. Ach, da sind wir schon. Tu mal deine Schulter raus. Dann also wieder rein in den Bus und zurück zum Hotel, um dann ein leckeres Abendessen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail noch zu genießen. Bericht über das Hotel Indigo folgt separat. Da können wir auch schon aussteigen, das war das, da können wir auch schon aussteigen. Nein, keine Exit mehr rein. Es sind keine Exit mehr. Da kommen wir vor den Musikern raus. What
porque se hace.